Es kann doch nicht so schwer sein. Die Zutaten sind klar. 400 Gramm Weizen und 200 Gramm Dinkelmehl. Dazu kommen 330 Milliliter Wasser und 20 Gramm Trockenhefe. 15 Gramm Zucker und 20 Gramm Salz. Schließlich noch 50 Milliliter Milch. Doch ist das die Garantie, dass am Ende ein genießbarer Laibbrot entsteht? Oliver Miller und seine Tochter Anna sind unterdessen schon Meisterbäcker. Gekonnt fügen sie zusammen, was zum Laibbrot gehört. Probleme beim Brotmachen am Anfang waren hauptsächlich, wie viel Wasser tut man zu welchem Mehl dazu. Tut man zu viel dazu, wird es flüssig, wird das Brot nichts. Trockenhefe habe ich am Anfang auch, meine ich zumindest den Fehler gemacht, dass ich die einfach im Tag reingeschüttet habe. Ist dann nicht aufgegangen. Ja. Und was auch noch ein Riesenproblem war am Anfang, ich glaube, ich habe generell das falsche Mehl hergenommen, zumindest für meinen Geschmack. Für mich funktioniert eigentlich nur Weizen- und Dinkelmehl. Was gar nicht geht, ist Maismehl, Reismehl, das schmeckt noch überhaupt nichts. Also entspricht nicht meinem Geschmack. Und darum bin ich jetzt auf Weizen und Dinkel umgestiegen. Familie Miller holt ihr Mehl aus dieser traditionsreichen Mühle in Reisgang bei Pfaffenhofen an der Ilm, die seit 177 Jahren von der Familie Scheller betrieben wird. 1358 wurde sie erstmals als Mühle des nahen Klosters Scheiern erwähnt. Rund 300 Landwirte aus 5 Landkreisen liefern hierher ihre regionalen Getreidekörner. Und das nach dem Siegel Qualität Bayern, unter anderem mit folgenden Richtlinien. Getreidelagerung, was er einsetzen darf oder wie er es zu lagern hat, wie er es zu transportieren hat. Das muss er alles im Detail dokumentieren und uns darlegen auch. Bei uns geht es dann weiter, man muss das separat lagern, man muss eine Rückverfolgbarkeit vom fertigen Mehlbackerl bis hin zum Bauern gewährleisten. In diesen 32 Silos werden hier rund 12.000 Tonnen Getreide gelagert, je nach Qualität in einem anderen Silo. Die Sortenauswahl ist wichtig, etwa für das Backverhalten des Teiges. Hier im Labor der Schellermühle ist Benedikt Weiß für die Qualitätssicherung zuständig. Der Infrawert, also zum Beispiel Proteingehalt, Feuchte und Härte des Getreides, werden bestimmt. Während der Enzymwert, also der Abbau von Stärke in Zucker, später der Hefe Nahrung zur Gasbildung und damit zum Aufgehen des Teiges liefert, wird hier der Klebewert des vom Landwirt gelieferten Getreides ermittelt. Also ein hoher Feuchtklebegehalt gibt erstmal an, dass er mehr Protein hat. Und je nachdem, wie der Glutenindex ist, also wie gut das Getreide ist, also eher dehnbarer oder elastisch. Ein gutes Mehl hat beides drinnen, also er muss dehnbar und elastisch sein, dass das Gas beim Backen, also wenn die Hefe das Gas produziert, dass es auch schön eingeschlossen wird und nicht entweicht. Andreas Winter aus Menzenbach bei Pfaffenhofen an der Ilm ist einer der Landwirte, die für die regionale Qualität sorgen. Hier drischt er Sommergerste. Rund 2 Wochen braucht Andreas, bis er seine 60 Hektar Getreide eingefahren hat. Wir dreschen da das halbe Hektar Sommergerste gerade. Da wird der Anhänger ungefähr ein Drittel voll. Machen wir mit einem anderen Acker machen wir den Anhänger voll und von da aus geht es direkt zur Schellermühle. Wo es dann zu Mehl verarbeitet wird, das Oliver und Anna zu einem leckeren Brot verarbeiten, das nach 30 Minuten Ziehen in den Ofen kommt. In einem Römertopf, dem nach rund 25 Minuten Backzeit der Deckel gezogen wird, damit die Kruste des Brotes 5 Minuten lang noch knuspriger wird. So ein Aufwand, wo es rundherum doch so viele Bäcker gibt. Aber zu Corona-Zeiten ist mir dann so gegangen, ich habe eigentlich keine Lust gehabt, dass ich zum Bäcker fahre. Also man hat da einfach nicht aus dem Haus wollen. Und dann habe ich mir gedacht, Aufbacksemi sind auch nicht die Lösung auf Dauer und habe mich dann im Internet ein bisschen informiert und bin dann auf diverse Brotrezepte gekommen. Hat am Anfang überhaupt nicht hingehauen. Die ersten Brote waren eine Katastrophe. Also die haben noch nichts geschmeckt, die sind auch nicht aufgegangen. Ich finde, wenn man das Brot selbst backt, ist es irgendwie besser, weil man halt eben selbst eigentlich stolz drauf sein kann, dass man sowas kann. Sagt die 11-jährige Anna und präsentiert uns mit ihrem Papa einen Laib Brot, von dem man sich eine Scheibe abschneiden kann. Und das duftet aber sowas von lecker. Unser Fazit: Qualität macht sich offensichtlich auch in der Hobbybäckerei bemerkbar.